Am allermeisten. Also, das ändert sich natürlich auch ein bisschen mit Veränderung der Tage, je nachdem, was die Leute dann schon wissen. Aber natürlich wird gefragt, wie kriege ich einen Impftermin? Kann ich nicht ein bisschen eher drankommen, als ich eigentlich drankomme? Wo steht überhaupt geschrieben, wann ich vielleicht drankomme? Zu welcher Kategorie gehöre ich eigentlich? Oder auch, sind Sie sicher, dass der Impfstoff gut ist? Warum muss denn der bei minus 70 Grad gelagert werden? Wann macht denn mein Impfzentrum auf? Welche Internetseite gibt es denn, auf der ich mich erkundigen kann, wann ich vielleicht dran bin? Und so weiter und so weiter und so weiter. Die wichtigste Information ist, dass erst bitte, bitte, bitte alle Menschen sich melden bei der Hotline, die älter als 80 Jahre sind. Die anderen, die in diese erste Gruppe fallen, die werden ja über die Krankenhäuser abgedeckt und informiert und über das DRK. Aber bitte, bitte, auch wenn ich 60 bin und finde, ich habe ganz viel zu tun mit Leuten, sie sind noch nicht dran. Das hat schlicht damit zu tun, dass noch nicht genügend Impfstoff im Umlauf ist. Also muss man Prioritäten setzen. Und demzufolge ist das die allerwichtigste Lehre in dieser Zeit: Ruhe bewahren, sich einen Termin machen, wenn man zur ersten Gruppe gehört. Alles andere kommt danach. Jetzt haben wir ja immerhin schon mal die klare Ansage, wie viele Impfdosen in welcher Woche in Brandenburg ankommen werden. Das ist jetzt noch nicht so dramatisch viel. Es reicht im Grunde immer noch nicht aus, alle der Gruppe 1 komplett zu versorgen. Das sind allein in Brandenburg etwa 280.000 Menschen. So viele Dosen haben wir noch nicht bis Ende des Monats. Aber es werden Woche für Woche mehr. Demzufolge gehe ich damit davon aus, dass, sagen wir mal, Mitte Februar, spätestens Ende Februar, diese Gruppe durchgeimpft sein kann, vorausgesetzt, man will sich impfen lassen. Ganz wichtig.